Nee, nee. Der okay. Müsste einfach nur F drücken eigentlich. So, ich hätte dir helfen können, aber dann hat sie mich angemeckert. Jetzt gibt's keine Hilfe mehr. Selbe Schuld. Ach guck mal, du brauchst gar nicht die Renntaste gedrückt halten, sondern kannst einfach die einmal klicken und dann kannst du alle rennen. Oh, das ist gut. Das ist auch gut. Oh, das wäre mega umfangreich. Ich freue mich schon richtig, wenn es richtig losgeht, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, das wird wieder ein Spiel, wo man unendlich, das ist, ja, ich mag gar nicht dran denken. Nee, also das wird sich wieder die Länge ziehen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch schön, dass die Spiele länger dauern. Ich mag so eine Spiele eigentlich echt weniger, die irgendwann mal zu Ende sind. Wow, oh, oh, was? Wo kommen die denn her? Ja, die standen da. Oh, Blendgranate. Ach, hat er sich selber in die Luft. Oh, ich bin gleich tot. Hab ihn. Jo. Moment, auch was fallen lassen. Alles safe? Ich guck mal eben. Mit E kann ich ja hier auswählen, was im Umkreis so los ist. Ja. Hast du es auch schon ausgewählt bei dir? Nee, ich habe dafür dieses andere Granatending ausgewählt. Ach so, okay. So, weiter geht's. Ein Dietrich-Set. Hast du es schon genommen? Ja, habe ich genommen, ja. War ein Griff. Ach so, dann kann ich es also auch schon nehmen, okay. Das ist ja cool, dass wir das alles dasselbe so nehmen können dann. Ja. Was ist da hinten los? Ja, deswegen. Die wird angegriffen. Lass mal hin. Die streiten sich da um irgendwas. Streit beendet. So schnell geht das. Ja. So, müssen wir hier rein irgendwo oder? Mal kurz auf die Karte. Ja, geradeaus und dann rechts. Links. Ah ja. Beiden geilen Gebäude da hinten, ey. Ja, und diese Optik, ne? Und der Himmel, ja. Himmel sieht auch echt geil aus, ohne Witz. Echt krass. Sehr, sehr geil, ohne Witz. Ich bin sehr begeistert. Ja, absolut. Neues Ziel, die Operation. Was? Was, okay. Mariechen? Honigmelone, was faselt sie denn da? So. Bin direkt hinter dir, Tammy. Ja. Oh. Empfange GTA-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. Fuck. Ich komme. GTF, hört ihr uns? Bitte komm. Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Das sind unsere. Ach so, das sind unsere. Oh. Sind auch unsere dazwischen, ne? Ja, aber nur die rot markierten, bitte. Jo. Treffen. Der Soundeffekt von den Waffen ist auch echt gut. Ja, auf jeden Fall. Okay, sind alle down, wa? Ja. Keinen mehr auf dem Schirm hier. Ich auch nicht. Okay, super. So, ich helfe mal dem einen da, der ist verwundet. Ja. Ohne sie wären wir jetzt tot. Die greifen in Zukunft nicht. Dann mache ich alles gut. Wenn du morgen dabei bist, ich freue mich. Morgen ist mein 24-Stunden-Stream dran. Neues Ziel, wir müssen hier verteidigen. Okay. Da kommt Feind. Okay. Ja, und nicht gerade wenig. Von der anderen Seite auch. Oh, was? Vom LKW kommen die auch noch? Alter Schwede. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Noch mehr? Die rücken ein bisschen vor. Ja, ich glaube, die kommen jetzt von der anderen Seite. Das kann natürlich auch sein.
Nee, von da. Oh nein, da vorne. Lad nach. Boah, ich hab nur noch 40 Schuss. Ja, ich hab noch. Ziel sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Bin erfüllt. Kampf abgeschlossen. Jawohl. 690 EP. Nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Wird nur noch 21 Schuss. Hey, wie kann man hier voll die Sachen aufheben? Hey, ich hab hier gerade so ein paar Sturmgewehr-Munition. Ach, jetzt habe ich wieder Munition. Ah, okay, alles klar. Man kriegt also auch Munition von den Leichen hier. Das ist schon mal sehr gut. Sag mal, was ist denn hier, wenn man auf die Autoscheiben schießt? Ja, geil. Gehen kaputt. Oh, was? Schieß mal auf den Reifen, hör mal die Explosion. Hier auf den Reifen, hinteren Reifen. Und hör mal. Ja. Ui. Das ist gut. Alter. Das ist geil gemacht. Ja, aber. Okay. War auch nicht schlecht. Halte G, um das Auswahlrad für Granaten zu öffnen. G. Oh, ich habe eine Blendgranate. Oh, Vorsicht, Gegner. Vorsicht, Gegner. Wo? Hinter uns. Oh, ich sehe. Ja, ich sehe. Granate. Oh, der hat eine Granate geworfen. Oh, shit. Hab ihn down. Jo. Sehr schön. Aber das finde ich ja auch geil gemacht, dass irgendwie hier sind so einfach Leute spawnen, ne? Oder Gegner dann irgendwo. Ja, finde ich auch gut. Das ist cool. Und nicht unbedingt so viele und die sich in Massen da irgendwie wegballern wollen. Ja. Dann immer mal vereinzelt, so eine kleine Gang oder sowas. Das ist ganz cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier das PvP interessant wird. Ja. Was zur Hölle? Alter, das geht aber tief darunter. Ja, dann krabbel mal nach unten. Oh, nicht nochmal das CRG drücken, dann lässt du nämlich los. Okay. Willst du auch runter? Ja, ich bin. Ich komm. Ach, mit. Was? Oh, ich habe einmal Wasser gefunden. Okay. Echt? Ja, also man muss auch, glaube ich, dann auf Nahrung und so alles hier achten. Boah, da bin ich mal gespannt, ey. Interessant. Okay, ich hol mir das auch mal. Ja, hab ich ja auch gefunden. Und gibt es da bestimmte Kapazitäten, dass man das nur zu zweit Multiplayer oder ist das egal, wie viele? Also in einem Squad sind, glaube ich, immer 4 Leute maximal. Oh, ja gut, 4 Spieler ist ja auch eine Menge, ne? Ja. Und ich meine, das langt ja auch. Ich meine, Dave noch mit dazu holen. Ja, auf jeden Fall. So, wo wollen wir hin? Zum nächsten Ziel? Guck mal, der pinkelt ans Auto. Tatsächlich. Böser Hund. Ja, echt. Kopfschuss. Nächstes so. Ziel? Ja. Ach, guck mal, auf der Karte werden dir auch ganz kleine Vierecke angezeigt. Hier Elektroteile, Einsatzberichte. Ja, dann zum nächsten, stimmt. Zum nächsten Kampf da, ne? Das ja, dann habe ich mir markiert. Und los geht's. Jo. Hier in die Gasse rein. Use Gas. Alter, das muss ich sagen. Also, das macht mir gerade hier echt Spaß. Also. Ja. Das hat echt was, ne? Auf jeden Fall. Ja, quasi, Mono, kann ich dir auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich auch, ey. Ich auch. Oh, Gegner. Gegner direkt voraus. Ja, sehe ich. Okay, ich, warte mal. Ich will mal kurz. Warnung. Präsenz entdeckt. Oh mein Gott. Ihr seid alle sowas von. Keine Granaten mehr. Shit. Oh, schön gemacht. Da hinten ist noch einer, ne? Ja. Ja. Gibt der Deckungsfeuer?
Der ist down. Hast du ihn? Ja. Sauber. Da hatten wir mal gutes Teamwork, würde ich sagen. Den Bereich nach dem Schlüssel absuchen. Okay, es gibt irgendwo einen Schlüssel. Ein Schlüssel, okay. Ah, da ist eine Lupe. Ich tippe einfach mal, ich lehne mich aus dem Fenster und sage einfach mal, das Schlüssel muss hier sein. Irgendwo. Ah, jawohl, ich habe ihn. Sehr gut. Oh, hier ist ein Rucksack. Wollen wir mal gucken, was da drin ist. Irgendwie kann ich das Medikit da nicht mehr aufheben. Du? Nee, weil meine Energie voll ist. Ja, meine auch. Also ich glaube, bis 3 Packs kann man aufnehmen. Okay, ich habe 2. Okay. Zivilisten sind jetzt sicher. Geiselrettung abgeschlossen. Sehr schön. Und eine Truhe. Oh ja, nice. Ohne Pistole nehme ich mit. Danke, dass Sie stark bleiben. Hast du es auch gerade gehört? Ja, ich gebe dir hier kurz ein bisschen Medizin. So, bitte. Alles klar, was gibt's noch zu tun jetzt hier? Oh, da ist noch. So, jetzt muss ich wieder ins Inventar gucken, weil jetzt habe ich wieder Sachen bekommen, ey. Oh, ja, geil. Warte mal, einstellbare Maske. Ja, die habe ich auch schon. Ich habe 3 Stück davon jetzt irgendwie. Okay, die nehme ich mit. Dann kann ich das ja quasi auch wieder zerlegen. Mache ich einfach mal. Guck mal, das Geile ist ja, man sieht ja auch da oben, die Lebenspunkte werden weiter hier, werden durch die Maske, würden sich die Primär-SPS erhöhen. Ne, das hat seine Vor- und Nachteile, das einige, ne? Das stimmt, ja. Ja, Riva, Streamer, Blade and Soul. Ja, das finde ich auch noch. Will ich auch noch, auf jeden Fall. So. Was haben wir denn noch hier? Oh, neue Rüstung, leichte Tasche. Fuck. Ah, Glück gehabt. Zu Schrott zerlegen. Was? Okay. Ich habe eine Waffe zu Schrott zerlegt. Ja, kann man gut mal machen. Ey, ich bin echt mega gespannt, was man alles so hier herstellen kann nachher. Ja, auf jeden Fall, ich auch, ey. Ja, sorry an meine Leute, wenn ich nicht so viel rede hier, aber ich bin gerade mega geflasht, also konzentriere mich da gerade echt so total. Hier mal gerade drauf. Ist mal echt hier sehr interessant. Kurzer Griff. Nehme ich. Ach, das kann ich die Waffen modifizieren. Aber ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Ich glaube, es geht nur in der Vollversion. Ich glaube, modifizieren kannst du die Waffen hier noch nicht. Aber okay. Ich guck mal eben. Kurz gucken. Mario Videos, gibt es mehr Maps oder ist das die einzige? Also, soweit ich weiß, ist das die einzige. Aber eben eine riesige, weil das, glaube ich, ganz New York ist irgendwie. In verschiedenen Stadtteilen, Stadtgebieten. Ich glaube, so Maps wirklich gibt es ja gar nicht. Ich glaube, das wird auch nicht nur auf diese Stadt beschränkt sein. Ich glaube, das wird sich noch ziemlich ausweiten. Ich denke auch, dass da immer mehr Stadtteile als DLC dazukommen oder sowas. Ja. Das kann ich mir auch echt gut vorstellen. So, was haben wir denn hier auf der Karte noch? Da haben wir dann, hätten wir noch einen Kampf. Da oben haben wir 2. Mich würde mal das Weiße da, der Einsatz da interessieren, Tamir. Wollen wir mal da hingehen? Ja, und sofort. Ich muss mal kurz mal gucken hier, was mit dem Mod-Kram hier ist. Aber ich kann das echt nur, also bei Waffen kann ich komischerweise nur zerlegen. Also ich konnte auch Sachen montieren. Ich habe auch einen neuen Griff dran gerade. Ah, okay. Ah, Mord. Jetzt, ja, jetzt, klar. Okay.
Aber da habe ich keinen Mod für. Tatsächlich, man muss auch hier essen, ne? M für Mission wählen. Alter, dass man aber auch erst, man muss jetzt selber jetzt, okay. Ach, guck mal hier, da steht auch, West 69. Straße. Okay. Wenn du ein bisschen näher ranzoomst, steht hier. Okay, cool. Krass, mega umfangreich. So, wenn wir jetzt zu dem weißen Einsatz wollen, müssen wir hier die Straße runter und dann links. Ja, da war los, ich renne hinterher. Alles klar. Nach rechts, Entschuldigung. Ah, ja, links und rechts, ich hab's nicht. Da, links ist da, wo der Daumen rechts ist. So, jetzt weiß ich's wieder. Genau. Ist aber auch blöd, wenn man nicht weiß, wo rechts ist. Ja, allerdings. Aha, ja, okay, das stimmt allerdings. Der war gut. Was willst du, Christ? F. Hab ich. Sie sind wie ein Engel. Oh, ich krieg auch EP für. Cool. Ja, sauer. Das ist cool, dann wäre das ja aufgeteilt dann, ne? Ja. So, wir gehen jetzt. Das finde ich dufte. Wir gehen jetzt. Aber guck mal, das ist. Wie es schon wieder Nacht werden. Also Tag und Nacht Dinger sind echt cool, okay, gemacht. Wir sind jetzt auf der 28. Straße. Okay. Alles klar. Wenn du das sagst. Natürlich. Dann sagt er das. Ich sage das. So. Ja, danke, dich auch. Okay, das Gebäude müsste denn. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Schräg vor uns sein müsste das. Da wo die USA-Flagge und da wo, ja, wo das Bild da leuchtet, Mann. Ja, okay. Was ist los mit Ihnen? Ja, wir müssen da rein. Ah, okay. Das habe ich, also ich habe das schon gemacht. Echt? Die erste Mission, als ich... Ja, da kann ich nicht rein. Okay. Nee, ich glaube, die Mission musst du bei der Tante vorne annehmen. Agent finden und Schwierigkeitsstufe festlegen. Normal. Nee, kann ich nicht. Na egal. So, was machen wir dann als nächstes? Noch ein Kampf oder was? Wie wär's mal mit was anderem? Und zwar. Hier ist ein Einsatz. Dieser blaue da. Ja. Der Punkt. Was war das denn, Tamiro? Irgendwas, was raucht. Da ist nämlich so ein komischer Punkt. Können wir den Einsatz machen? Müssen wir ein Stück höher. Warte mal, guck mal kurz. Hier links. Wo denn? Komm mir einfach nach. Da hinten ist da, wo der orangene, das orangene Ausrufezeichen ist. Da müssen wir hin. Ich hab kein Ausrufezeichen bei mir. Ich renne immer hinterher. Ja. Da, siehst du dieses Ausrufezeichen nicht da vorne? Nein. Das hast du ja nur markiert. Okay, ja, dann gehen wir da einfach mal hin. Ja, bitte. Sicherer Bereich. Luftventilation, ah, und ja, das ist der Bereich, da sind nur wir getrennt drin. Ah, okay. Weil das ist quasi unsere Base, die du nachher ausbauen kannst und alles. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen. Den Sicherheitsflügel zum Beispiel rechts, die Kiste, da kannst du Sachen lagern natürlich. Das ist ein Lager. Aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen. Ja. Wir können sie nicht und oben ist auch die Krankenstation und der Technikflügel. Und das kannst du quasi alles aufrüsten und sowas alles. Das ist ziemlich cool. Ja, so, das ist geil, wenn man hier also so Base ausbaut und so. Und da bin ich ja immer für, ne? Weil mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung. Da kann man sich eine gute Verteidigung oder so bauen, und wenn die schlecht ist. Dann sie, kriegt der JTF-Kommander halt Benitez die Arsch ist draußen im Einsatz getrennt, und es besteht kein Kontakt. Ja, holen absolut. Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral ich stärken. So wir müssen auch hier die Grundversorgung wiederherstellen. Achso, du hast da jetzt so ein, das hat schon keine Mission versucht, bekommen. Ich habe nämlich gerade so eine Mission Ärger, bekommen. Als er uns anschließen wollte. Ohne was für eine Mission? Bei Tante, die da stand? So eine Frau hat mich gerade angesprochen hier. Isaac kann die einzelnen Flügel, ja, genau, der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit sie eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten.
und je stabiler mal wieder die raus, Basis, weil dann ist das, glaube ich, die Mission, dass du dann da auch reinkommst. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Ja, ich sehe dich schon wieder. Ich komme. Na, Schein reicht auch, ne? Alter, du Dreckiger. So, bin wieder da. So, ja, wunderschön. Wo muss ich denn jetzt hin? Weiß ich nicht, da wo deine Mission angezeigt wird. Aber ich muss erstmal Flügel untersuchen im Gebäude. Komm gleich wieder, ich mach das mal eben schnell, ja? Ja. Da muss ja, genau, richtig. Da muss ich schnell mal diese zwei Flügel da noch aktivieren hier, oder Computer oder was, Laptops. Ja, du musst da nur hingehen, genau, Laptops aktivieren, dann spricht sie ein bisschen was darüber und dann kannst du wieder raus. Ach cool, und wenn, ja klar, und guck mal, hier kannst du ja auch Kisten dann bauen und dann Lager und so, ne, haben wir gerade hier gesehen. Sobald wir den Virologen genau. hier haben, ja, können wir geil. Einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus Schurt. Erforschen und Vorräte heranschaffen. Das hört sich auch geil an, wenn er auch ein Laptop rumtippt. Für die Zivilisten, aber auch für uns. Hey, sehen Sie sich das an. Oh, eine Etage höher, bitte. Auch eine Wärmflasche, das Mariechen. Auch eine Wärmflasche. Aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. So. Ehemaliger PMC. Ich komme wieder raus. Mehr als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. So, jetzt erzählt sie mir ein bisschen was. Ich überspringe das mal. Zack. So, jetzt komme ich wieder raus. Ah, das finde ich gut. Hier kann man also seine Munition dann wieder auffüllen, ne? Genau. Ja, das ist cool. So, bin ich wieder draußen bei dir? Jawohl. Alles klar. So, wollen wir nochmal Geisel befreien, oder? Was sagst du? Ja, können wir. Musst du kurz ins Inventar. Ich habe wieder was eingesammelt. Gut, ich habe mir schon mal das Ziel markiert hier. Also wie gesagt, jetzt hier in der Beta kann man wahrscheinlich nur Geisel befreien, aber ich glaube, da gibt es nachher, ja. wenn das dann draußen ist, noch viel, viel mehr, was man zusammen erledigen kann, ne? Genau. Also generell geht es ja darum, es geht ja nicht um Krieg so wirklich in dem Spiel, es ist ja ein Virus ausgebrochen in der Stadt. Und den müssen wir eindämmen oder die Ursachen finden und sowas alles. Und die Viren irgendwann analysieren, Gegengift herstellen, Medizin und sowas alles erfinden gegen dieses Virus. Darum geht es in dem Spiel eigentlich. Allerdings. Wie kann man diesen Scan aktivieren mit E, ne? Den du machst? Ja, bei mir ist das, ich schieße dann diese Explosion Granaten. Ja, okay, dann hast du den anderen gewählt. Ich habe mir das Ziel markiert, falls du abmarschbereit bist. 2010 Lebenspunkte. Ja, ich laufe dir hinterher. Dann laufen wir mal hinterher. Guck mal, das ist immer so. Tamiro, das so läuft das bei uns. Er ist der Boss, ich bin der Navigator. So ist es. Aber ich verlaufe mir auch gerne. Ohne meinen Navigator komme ich scheinbar nicht zurecht in der Welt. Das ist richtig. Purzelbäumchen. Oh, da ist ein Hund. Das wollte ich auch machen. Dass du einfach sogar LP bekommst. Ja, krass. Sag mal, ich möchte jetzt mal was testen. Warte mal, wenn ich jetzt hier in den Anhänger schieße, ne? Feindpräsenz entdeckt. Ne, keine Einschusslöcher. Oh. Oh, oh. Verdammt, warum sagst du denn nichts? Er hätte gar nicht geschossen. Ich hab's auch gar nicht so gesehen. Nee, ich eigentlich. Auch irgendwie nicht. Hast du eine Granate? Nee, aber du wirst gerade beschossen mit der Granate. Granate! Hier, bitteschön, Jungs. Alter, da wollte eine Granate auf mich werfen, die Drecksau. Ja. Granate ist draußen, Tammy. Ja, nee. Gut. Ich rück vor. Ja, ich auch. Nächste Deckung.
Erledigt. Die Granate hat gesessen. Jetzt reicht's. Das kann wohl nicht wahr sein. Scope-Modus. Rück vor. Gibst du mir Deckung? Ja, hab ihn. Ja, wunderbar. Dann hat sich ja erledigt. Ja, hier ist eine Lupe, Tamiro. Da müsste dann vielleicht ein Schlüssel sein und eine Geisel. Okay. Durchsuche mal den Rucksack hier. Ach hier, ich hab den Schlüssel.